Hallo zusammen, weiter geht die Jagd. Wir suchen immer noch das Rainbow Glurak und weiter geht's mit vier Boostern. Diesmal habe ich die aus einer Top-Trainerbox rausgeholt, beziehungsweise englische Elite-Trainerbox. Und ich bin mal gespannt, was da so für Pulls auf uns warten. Und los geht's. Jo, wir haben diesmal sogar alle vier Artworks, was ich ziemlich cool finde. Oh, das ist nicht so gut gefokust. Los. Los. Handy. Da. Jetzt haben wir es einigermaßen gefokust. Jo. Und die werden wir jetzt aufreißen. Und wie immer alle Karten, die ich schon besitze, alle ab Rare, also ab Holo Rare, wandern in den Pot. Ich kann mal schauen. Ich habe den Pot hier liegen. Da ist er. Wir können ja uns den Pot nochmal anschauen. Und zwar besteht er momentan aus einem Rhyperior Holo, zweimal Diancie Holo, weil wir einfach zweimal schon Diancie gezogen haben, einem Celesel GX, einem Darkrai GX und einem Tapu Fini GX. Was an sich schon ein sehr nicer Pot ist. So, aber jetzt weiter beim Zerrippen hier. Falsch rum. So, da ist der Code für euch. Viel Spaß damit. Ich hoffe, ihr findet auch irgendwann das Rainbow Glurak. Ich hoffe, ich finde es auch irgendwann, aber wer weiß, wie lange das dauert, bis ich das finde. Wir starten mit einem Mauzi, einem Crabrawler, ein Glumanda, Sneasel, Alolan Grimer. Ein Guzma ist immer eine sehr gute Karte. Ribombee, Kirdia, ein Pansy Reverse und die erste Rare für dieses Opening ist ein Toxicroak. Non-Holo Rare. Ich muss sagen, mein Aufbau wird hier immer größer und immer komplizierter alles, deswegen ist das schon ein bisschen schwierig, den Überblick hier zu behalten, tatsächlich. Aber was macht man nicht alles, ne? Der nächste Code. Bin da mal gespannt, was wir hier aus der Top-Trainer-Box ziehen. Also, das Opening diese Woche und das Opening für nächsten Sonntag sind quasi aus der Top-Trainer-Box. Und die letzte Top-Trainer-Box, die ich aufgemacht habe, da bin ich mit null Puls rausgegangen. Also wirklich gar nichts, gar nichts. Nicht mal eine Holo gehabt. Ich glaube nicht mal eine Reverse Holo Rare. Wieder ein Guzma. Das ist aber schon stark. Zwei Guzmas in zwei Packs. Ein Gyarados Reverse Holo Rare, das ist schon ganz geil. Und dahinter Zambrexish. Non-Holo Rare. Hälfte ist schon durch, weil wir gekürzt haben. Weil sechs Booster auf Dauer schon echt teuer ist. Auch generell, also auf Englisch ist das. Warum ist es immer falsch rum? Auf Englisch ist das Set gar nicht mehr so einfach zu bekommen in letzter Zeit. Deswegen muss ich mal schauen, wie lange ich das hier überhaupt noch durchziehen kann, so wöchentlich. Oder ob wir das vielleicht irgendwie mal ein bisschen pausieren müssen. Aber dazu wird es dann noch eine Ankündigung geben. Ich mache mir da mal meine Gedanken zu. Und dann werden wir mal sehen, was so passiert. Wir meinen Duskull Reverse und die Rare ist ein Mudsdale. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ich hoffe, wir ziehen jetzt hier wenigstens noch was. Das ist ja total unbefriedigend. Weil ich muss sagen, das Video von gestern habe ich quasi jetzt genau hiervor aufgenommen. Wenn ihr es gesehen habt, dann wisst ihr ja quasi, ja, was ich gezogen habe. Ich will das jetzt hier in dem Video nicht spoilern. Wenn ihr es nicht gesehen habt, einmal oben links im i verlinkt. Oben rechts im i verlinkt. Ich habe aber in die richtige Richtung gezeigt, deswegen. Ja. Vulpix, Huthut, ein Ladybar, Mudbray, Bodybuilding Dumbbells, die haben wir schon als Secret Trail gezogen. Rhydon, Electric, ein Malamar Reverse Rare und die letzte Rare in diesem Opening ist ein Tangrowth. Och nee. Das ist doch Kacke. Wieder nichts gezogen oder was? Das ist sehr uncool. Das ist sehr uncool. Aber gut, schauen wir doch mal in unser nettes kleines Ordnerchen hier von Pikachu und Evoli rein, was wir denn da so noch dazu tun können. Das Problem ist, so viel habe ich jetzt nicht mehr, was da nicht schon in dem Pot drin ist. Ich will ja, dass da verschiedene Karten drin sind. Das heißt, es geht eigentlich nur die eine Karte dafür. Und zwar ist das diese. Das Alolan Mug GX. Das wandert in den Pot. Ich sleeve das noch eben um.
So. Das war dann jetzt mit in den Pot. Dann haben wir jetzt schon 4 GX-Karten drin. Und 3 Holos. Das ist an sich schon ein ziemlich netter Pot. Aber habe ich ja, glaube ich, schon erwähnt. In diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Ganzen gerne einen Daumen nach oben. Nächste Woche Sonntag, der 30.12. wird das Anmeldevideo sein. Dort werden wir nochmal ziehen, dann seht ihr alle Karten zusammen, die in den Pott wandern. Und dann gibt es das Anmeldevideo und eine Woche darauf gibt es die Auflösung. Jo, ich weiß nicht, ob ich es gerade schon gesagt habe. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben, abonnieren drücken und ja, die Glocke aktivieren. Das ist immer cool, weil dann kriegt ihr rechtzeitig die Benachrichtigung. Aber ich glaube, die bekommt man auch ohne Glocke, auch wenn es irgendwie jeder mal sagt. Na ja, gut. Leute, macht's gut, euer Kami. Ciao.